So, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo. Das Problem ist, ihr wisst schon, was ich jetzt bekomme. Ich weiß es aber noch nicht. Nämlich, was heißt, ich weiß es noch nicht. Ich habe es zwar schon mal hochgeladen, aber ganz ehrlich, ich vergesse sowas mit den Comics jetzt. Weil, wie gesagt, heute kam das dritte von sechs Comics jetzt an. Ich habe die ganze Sache auch schon vorbereitet. Ich zeige euch natürlich direkt wieder, wie das Ganze funktioniert. Denkt dran, in der Videobeschreibung werdet ihr auch einen Link finden, wo ihr den ganzen Code eingeben könnt. Wenn ihr euch fragt, wo ihr diese Comics bekommt, entweder beim Zeitschriftenhändler eurer Wahl, also guckt überall da, wo halt Zeitschriften sind, Fernsehzeitungen etc., hat natürlich nicht jeder da. Oder aber ihr geht halt online auf panini.de und sucht da halt das Batman Fortnite Heft Comic raus und dann müsst ihr das halt da bestellen. Ist derzeit natürlich ein bisschen schwierig, da die Nachfrage sehr hoch ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir den Code jetzt einfach mal an, gehen wir den Code mal einlösen. So, jetzt haben wir alle Wörter zusammen. So, ich mache das Ganze mal größer. Das Ganze könnt ihr natürlich auch googeln, einfach Fortnite Redeem. Redeem suchen. Ist, glaube ich, sogar einfacher als den Link zu benutzen, falls ihr auf dem Handy seid. Ich weiß, da gibt es immer wieder Probleme. So, ich habe den Code hier schon mal eingetragen. Ihr braucht den auch gar nicht erst zu versuchen, nochmal einzulösen. Es wird nicht funktionieren. So, dann gehen wir nämlich einfach nur auf Einlösen. Und zack, Catwoman's Grappling Claw Pickaxe. Bitte bestätige, dass du diesen Code auf deinem Konto einlösen möchtest. Achtet darauf, wenn ihr mehrere Accounts habt, guckt immer oben rechts, mit welchem Account ihr euch eingeloggt habt. Nicht, dass ihr aus Versehen auf den falschen Account euch da was rüberschickt. So, dann würde ich sagen, aktivieren wir das Ganze mal. Und erfolgreich, dein Code wurde erfolgreich eingelöst. Jetzt gehen wir natürlich in Fortnite rein. Und was sehen wir schon? Catwoman's Greifkralle ist jetzt da. Ist auch schon direkt im Spiel erhalten. Also ganz simpel, ihr müsst halt wie gesagt den Comic haben oder zumindest den Code. Den Code einzeln zu bekommen, wird natürlich verdammt schwierig werden. Das liegt halt einfach daran, dass eigentlich, ich würde es auch nicht probieren über eBay Kleinanzeigen, weil das ist halt wirklich, es ist schwierig. Ihr könnt Glück haben, einer ist fair, ihr gebt euch wirklich den Code oder ihr werdet einfach beschissen und kriegt gar nichts. Weil das Problem ist, es ist zwar Betrug in dem Sinne, aber die Polizei wird euch da definitiv sagen, hat keinen Sinn. Also bestellt euch das Ding, wenn online bei Panini oder halt bei euch im Zeitschriftenhändler. Ihr seht jetzt habe ich auch die Pickaxe. Mal gerade gucken, wie sie in-game ist. Beziehungsweise zumindest mal im Spind. Zack, zack. Nur, dass ihr merkt, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Gerade mal gucken, wie sie sich anhört. Na, ich mache den Ton mal gerade lauter. Ja, hört sich schon mal an. Ist jetzt in meinen Augen halt nichts Besonderes, aber da ich das Comic eh schon bestellt habe, beziehungsweise ich habe schon alle Comics bestellt, wie gesagt, so könnt ihr das Ganze einlösen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und denkt dran, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.